Ja, herzlich willkommen zu Hammes Senf Live. Heute mit Eugen Pflüger. Du bist Interaction Designer und als solcher zuständig für Interface Design und digitale Veranstaltungen. Und dann hast du ein verrücktes Hobby. Und über dieses Hobby wollen wir heute sprechen. Zwar entwickelst du Plugins für Adobe-Produkte rund um das Thema generative Gestaltung. Genau. Ja, lieber Eugen, was ist generative Gestaltung? Ja, der Begriff ist, ich sage mal, halbwegs neu. Früher hieß das, oder in der Schweizer Designszene hat man das konstant variables Design genannt. Das ist, man kennt das vielleicht, ein prominentes Beispiel war die Expo 2000 in Hannover. Und die hatten so ein Interferenzmuster als Logo. Und das war zum Beispiel auf jedem Plakat, auf jeder Anwendung war dieses Muster unterschiedlich, aber dennoch war es immer sofort erkennbar. Ne? Das war dieses das Logo. Das war so mit ein sehr prominentes Beispiel. Und genau, also es geht eigentlich darum, dass man, ich sag mal, dynamische Designs erzeugt. Also das gibt es natürlich auch in der Kunst, als Kunstform, generative Kunst. Wird üblicherweise mit Programmiercode erzeugt. Das ist aber gar keine Grundvoraussetzung. Ich sag mal, die Schweizer Designszene, die das ein bisschen etabliert hat, hatte damals ja keine Computer zur Hand. Die haben das einfach tatsächlich manuell gemacht. Ja. Also es gab ein paar Beispiele von Karl Gerstner zum Beispiel. Da war das Logo ein schwarzer Block. Dieser Block war immer so breit wie das Medium. Also auf der Visitenkarte ging es von der linken Kante bis zur rechten. Oder auf dem Briefpapier war es halt dementsprechend die Breite. Also ein ganz, ganz simples Anschauungsbeispiel, aber ich sag mal, diese Breite war nicht festgelegt, wie man das klassischerweise macht. Ne? Man definiert das sehr schön im Design-Manual, sondern das war einfach eine Variable. Ja? Man hat einfach gesagt, hier, immer so breit wie das Medium. Was ist der Reiz? Wie kamst du dazu, eine so verrückte Gestaltungstechnik zu lieben? Ich hatte die Ehre, in Konstanz studieren zu dürfen, Kommunikationsdesign. Und das ist am schönen Bodensee und eben an der Grenze zur Schweiz. Und ich hatte insbesondere einen Schweizer Professor, der eben aus dieser Schweizer Kunstszene kam oder aus der Designszene, um Josef Müller-Brockmann und Richard Paul Lohse und diese ganzen prominenten Namen aus dieser Zeit. Und der hat das bei uns etabliert und sehr gepusht und damals eben unter dem Begriff konstant variables Design, was man eben heute einfach unter generative Gestaltung versteht. Da bin ich damit in Berührung gekommen und keine Ahnung, seitdem hat mich das total fasziniert, weil das einfach so eine gewisse Dynamik hat, weil man nicht, ich sage mal, Pixel aufs Papier bringt und sagt, das ist es, so in Stein gemeißelt, sondern man definiert eher Spielregeln und sagt, alles, was unter diesen Spielregeln entsteht, ist gültig. Ja? Und man kennt das Prinzip eigentlich auch schon aus der Natur. Also ich sag mal, wenn du 5 Rosen nebeneinander hältst, erkennst du alle sofort als Rose, aber im Detail sind alle 5 unterschiedlich. Mhm. Das ist quasi einfach ein Prinzip der Evolution, wie solche Dinge entstehen. Und der Zusammenhang hat mich von Anfang an fasziniert und seitdem eigentlich nicht mehr losgelassen. Also ist das eine sehr natürliche Art Design und gibt es Leute, die das nicht verstehen? Nee, ich glaube, also das Problem hatte ich bisher nie, wenn ich darüber gesprochen habe. Das leuchtet jedem sofort ein. Nur was ich sag mal, im Alltag schwierig ist, dass die Tools arbeiten ja eher traditionell. Also ich erzeuge oder ich muss von Hand etwas erzeugen. Jetzt sagen wir Illustrator. Da nehme ich mein Pfadwerkzeug und erzeuge meine Pfade, ja, und dann ist es das und das war's. Da gibt's wenig Spielraum. Um damit arbeiten zu können, muss man eigentlich programmieren können. Ich habe mich zu der Zeit daneben auch mit Flash beschäftigt, bin so ein bisschen in der Geschichte groß geworden und habe darüber dann auch das Programmieren gelernt und dann auch gemerkt, okay, damit kann ich dann auch wirklich meine Ergebnisse erzeugen, die dann bei jeder Durchführung oder Ausführung geben die ein neues Ergebnis. Aber dieses Coden oder das Coden können ist sozusagen die Einstiegshürde. Und dann als nächstes ist ja auch das Problem, das ist dann in meinem Programmierprogramm, also damals in Flash oder Processing oder welche Tools auch immer,
Es ist aber nie in meinem Designprogramm. Also es ist dann immer über Umwege, muss man das da reinholen. Und das hat mich immer gestört. Und das, glaube ich, sehe ich auch als große Hürde für, ich sage mal, normale Designer, die nicht programmieren können, das auch eher in ihren Alltag einzubauen oder über solche Lösungen auch nachzudenken. Und du machst ja im Alltag auch Interfaces. Hilft dir das generative Design im Alltag für deine normale tägliche Arbeit? Ja und nein. Also zum einen ist es schon, ich sage mal, noch ein sehr spezielles Thema, was man nicht ständig benötigt, ja, für die alltägliche Designarbeit. Aber und auf der anderen Seite ist das Thema teilweise so grundlegend, also im Grunde, wenn man es ganz allgemein fasst, könnte man auch sagen, das Responsive Design ist sozusagen schon generativ, weil einerseits, ne, passt sich das auf die Screenbreite an meinem Desktop an, und wenn es jemand an seinem Mobile anschaut, dann verändert sich das Design sozusagen, ja, und passt sich an die Umwelt an. Und das könnte man ganz grundlegend auch schon als generativ bezeichnen. Ja. Wäre wahrscheinlich keine offizielle Definition jetzt momentan, das ist einfach meine Interpretation, aber in die Richtung geht das schon. Also mir hilft das, glaube ich, schon, dieses Grundverständnis, diese Varianten sozusagen zu erzeugen. Gibt es Trends im Moment im Bereich von der generativen Gestaltung? Ja, ich glaube, also nicht unbedingt im Designbereich, sondern eher in der Kunst. Also das ist jetzt in den letzten Monaten aufgeploppt über diese NFTs. Also ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgt hast, über die Blockchain-Technik können eben Künstler ihre Kunst digital verkaufen, ne, und haben dadurch den Nachweis, also der Käufer hat den Nachweis, dass er das Original besitzt. Das ist jetzt nicht zwingend an generative Gestaltung geknüpft, aber wenn man die Dinge sich so anschaut, die da entstehen, also die Kunstwerke, die da verkauft werden, die haben oft dieses Element drin. Ja. Und ich habe schon auch den Eindruck, allgemein kommt dieses Thema immer mehr. Also dadurch, dass die Möglichkeiten wachsen, dass vielleicht auch mehr Programmierer sich mit Design und Kunst auseinandersetzen, kommt das schon. Also es gibt zum Beispiel in den USA, gibt es die Firma Pentagram, die machen sehr viel Corporate Design, die haben das sehr oft, also sehr oft bieten die Lösungen an, die eben dieses generative Element haben. So eins der prominentesten Beispiele, würde ich sagen, zurzeit. Und vorher hast du gesagt, ja, eben man muss halt programmieren können, weil es ja um Algorithmen geht und so. Und dann kommt eben dein Hobby ins Spiel. Du entwickelst Plugins, die auch Normalsterbende wie ein Hammer, der nicht programmieren kann, nutzen kann. Welche Plugins gibt es denn bereits von dir? Ja, also die Idee kam dadurch eben, dass irgendwann mal habe ich gelernt, dass man mit Illustrator ging es los, dass es die Möglichkeit gibt, mit relativ moderatem Aufwand Plugins zu erzeugen, ja, da drin. Und also das sind im Endeffekt vom Programmieren her sind es Webtechnologien, HTML, JavaScript, CSS. Und Adobe hat irgendwie den Weg freigemacht. Und als ich das davon erfahren habe, das war so ein Aha-Moment, wo ich dachte, endlich, ja, jetzt kann ich direkt die Tools sozusagen in das große Tool bringen, ja, da wo man als Designer eigentlich seinen Alltag verbringt und wo man das auch benötigt, ja. Und für mich ging es los, das war sozusagen die erste Fingerübung. Ich habe mich an die großen Sachen noch gar nicht rangetraut, war einfach, es war ein alltäglicher Schmerz, im Illustrator Dinge kreisförmig anzuordnen. Das geht und das kriegt man auch hin, aber es sind sehr viele Schritte. Ja? Und wenn man aber was verändern muss, wie zum Beispiel den Durchmesser oder es kommen mehr Objekte dazu, dann war das immer sehr kompliziert, das zu ändern. Und dann ist mir eben aufgefallen, im Code ist das aber ganz easy. Ja? Das sind 2, 3 Zeilen und dann hat man das. Ja? Und da habe ich ja zunächst als ersten Schritt quasi versucht, mein eigenes Problem zu lösen, weil ich das sehr oft hatte, dieser kreisförmigen Anordnung. Und das war so für mich das erste Tool. Also ich kann das gerne mal kurz demonstrieren. Ja, sehr gerne. Ich teile meinen Screen, einen Augenblick. Mhm. Dann also das Tool ist im... So. Mhm. Also das Tool kann man kostenfrei beziehen über den Marketplace. Ist jetzt für Illustrator, für InDesign und XD und jetzt auch seit letztem Herbst für Photoshop verfügbar.
Also ich habe hier meine Objekte, das sind ne, meine typischen Gruppen. Ich habe 12 Objekte hier, die sind jetzt schon kreisförmig angeordnet. Und das ist das Tool, das Plugin, nennt sich Arranger. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich kann die auch ganz simpel als Grid darstellen, aber eben auch mal kreisförmig. Und was mich eben immer gestört hat, ist, was ist, wenn ich jetzt einen anderen Durchmesser brauche, ja, und vielleicht auch mal keinen Kreis, sondern eine Ellipse, dann kann ich das hier sehr schnell machen. Das läuft auch live sozusagen, ja, ich kann den Startwinkel ändern, ich kann aber auch das Ende sozusagen definieren, ja, und direkt sehen und hier auch nur ein Segment quasi die anordnen lassen, oder auch ganz hilfreich, die alle zur Mitte ausrichten lassen, ja, dann sind die sozusagen eben auch im Kreis angeordnet. Also das war so das erste Tool, wo ich damit in Berührung gekommen bin. Und ich glaube, es läuft auch ganz gut. Also die Downloadzahlen, die man beim Marketplace sieht, oder die Platzierung ist nicht so schlecht. Heute Morgen habe ich nachgeschaut, Platz 9 bei InDesign. Mhm. Also es wird angenommen, sage ich mal, oder ich glaube, es erfüllt seinen Zweck und kann einem den Alltag ein bisschen erleichtern. Ja, und, ja, massiv. Genau, und ich glaube, also das war dann auch für mich, da habe ich verstanden, eigentlich ist es unfair, warum haben Programmierer so viele Möglichkeiten und Designer nicht? Ja, und dann kam das bei mir im Kopf, hat eins zum anderen geführt, sozusagen, warum gibt man nicht Designer mehr Möglichkeiten in ihren Tools, ja, wie eben sowas, ja. Und daneben, bin ich dann auch mit XD warm geworden, eben über das ganze Thema Interface, und dann eben auch generative Gestaltung. Es gibt, also in der Szene, sage ich mal, gibt es so ganz typische Begriffe wie Dillonoi-Diagramme oder Voronoi-Diagramme. Das ist, wenn man sieht das ganz oft, ich erzeuge das mal ganz schnell, das sind sozusagen solche Muster, die dabei entstehen. Und das manuell zu erzeugen, ist super schwierig, also eigentlich fast unmöglich. Ja. Dafür bräuchte man wieder eben Code und Programmierung, und das Plugin macht es möglich. Ich kann mal schnell die Ebenen zeigen, was dabei entsteht. Es ist eigentlich recht simpel. Zunächst erzeugt man so eine Punktwolke, und um die Punkte herum entstehen diese Dreiecke, also die sind sozusagen die Eckpunkte der Dreiecke. Das sind diese Dillonoi-Triangles, ja, das ist ein Algorithmus, den habe ich mir nicht ausgedacht, den hat ein Wissenschaftler, ich weiß gar nicht, in den 30er, 40er Jahren entwickelt. Und dann gibt es noch einen anderen Wissenschaftler, Voronoi, der hat dann diese zellartigen Strukturen, ja, und die gleichen Punkte sind sozusagen das Zentrum dieser Zellen. Also das ist auch sozusagen eine Übung gewesen, wie man sehr schnell interessante Muster erstellen kann. Und dann gibt es eben die Möglichkeiten zu sagen, ich habe hier eine Farbpalette, und das Programm bedient sich aus dieser Farbpalette und erzeugt mir dann diese Muster. Wow. Genau. Und das ist aber, dieses Tool hier, dieses Plugin kann eben nur das, kann nur diese Muster. Ja. Und ich wollte aber immer, das war eigentlich immer der Anspruch, da ein bisschen herausbrechen und sagen, ich will mehr Möglichkeiten haben, ja, und nicht nur das. Ja. Und da sitze ich eben an der anderen Lösung, auf die wir dann später nochmal eingehen können. Und wie heißt das Plugin, das jetzt gerade gezeigt hast? Das heißt Dillonoi. Mhm. Das ist eben die Wortschöpfung aus Dillonoi und Voronoi. Gibt es im XD Marketplace, aber der eben auch in dem Creative Cloud Marketplace zur Verfügung steht, auch kostenfrei. Wow. Und eben also Arranger ist auch kostenfrei. Exakt. Ja. Die Tools sind momentan alle kostenlos. Das ist, wie gesagt, das ist die Hobby-Natur der Geschichte. Das ist das, keine Ahnung, andere Leute machen Sudoku, ich setze mich gerne abends hin und löse Programmieraufgaben. Also das ist ja jetzt eigentlich gar nicht so eine hohe Kunst, aber ich beschäftige mich da gerne damit. Für mich ist es eine sehr hohe Kunst, muss ich auch sagen. Am Anfang war es schwieriger. Was ist eigentlich die bequemste Applikation, um dafür ein Plugin zu schreiben von Adobe? Das ist eigentlich fast egal. Das Framework dahinter ist ja momentan oder war bisher immer das Gleiche. Also da war es dann fast egal, ob man für Photoshop, Illustrator oder InDesign das gemacht hat. Für mich war es am natürlichsten, das für Illustrator zu machen, weil das Tool meiner Wahl war. Und jetzt glaube ich, muss kurz rechnen, vor 2 Jahren gibt es dann ein Update von dem neuen Framework, was es quasi noch leichter macht.
diese Plugins zu programmieren von Adobe. Also das ist, ja. Wie gesagt, Webtechnologie reicht aus. Ja, ja, also das, ja. Das ist eigentlich das ganz Spannende. Also man muss nicht mehr C oder C++ programmieren können. Die sehr viel mit gering. JavaScript in dem Fall, oder? Genau, richtig, ja. Genau. Richtig. Und das Interface, was man sieht, also die Buttons, die Slider, das ist HTML-Technik. Eigentlich nichts anderes wie eine kleine Webseite, die in diesem Plugin-Panel läuft. Hammer. Ja, du hast gesagt, eben das, die Arranger, das zweite kann ich fast nicht aussprechen, Dilonoi. Ja. Und dann gibt es ja noch X-Ray, glaube ich, oder? Ja, genau. Das ist fern von dem Thema. Da geht es im Endeffekt eigentlich darum, dass es auch einfach, wenn ich nochmal den Screen teile, das ist sozusagen auch nochmal aus einem ganz persönlichen Schmerz entstanden. Geht einfach nur darum, also das ist jetzt speziell für Adobe XD, das ist hier mein Playground-File, jetzt gerade für die Dilonoi, aber ich kann sozusagen mein Dokument scannen, das läuft hier gerade, und ich kriege sozusagen eine Vogelperspektive, sagen wir mal die Farben, ich sehe, welche Farben hier alle benutzt wurden. Und man sieht schon, es ist ein totales Chaos, aber das liegt natürlich an diesen komplexen Formen hier. Aber ich kann halt sehen, Mensch, habe ich mich an die Corporate Colors gehalten, ja? Oder ist mir irgendwo was ausgerutscht? Sind hier Farben drin, die es vielleicht nicht braucht? Und dann kann ich da hinklicken eben und die alle gleichzeitig verändern, ja? Also es wählt mir auch gleich die Objekte aus und ich kann sagen, weiß ich nicht, jetzt machen wir die alle in lila, weil das die richtige Farbe wäre, ja, in dem Fall. Das ist ein Tool für den Alltag im Endeffekt, ja, für die Alltagssorgen eines Interface-Designers, ja, oder auch ganz, ganz gerne mal, welche Schriften habe ich denn eigentlich verwendet, ja, und jetzt habe ich hier, ich sag mal, 30 Artboards und bin ich denn konsequent in einer Schrift oder, ne, oder gibt es hier noch Überbleibsel oder irgendwelche Leichen, die hier noch herumliegen, und dann kann ich das Dokument ein bisschen aufräumen. Super interessant eben dann für die Übergabe an die Programmierer. Das verringert natürlich die Fehlerrate, ja, die Dokumente werden sauberer, es sind weniger Fehler drin, die meistens dann die Programmierer ärgern, weil sie dann immer wieder nachfragen müssen und sagen, sag mal, aber jetzt hast du doch hier irgendeine Schriftgröße verwendet, die gab es bisher nicht, ist das Absicht oder nicht, ne? Und also so diese Reibungswiderstände, die verringert man einfach dadurch. Wenn man jetzt so deine Tools sieht, dann fragt man sich, ja, warum ist das nicht eingebaut von Adobe her? Jetzt, wie ist das, wenn jetzt so ein Schweizer Taschenmesser-Tool vom Eugen in diesem Store landet? Hast du dann Kontakt mit Adobe? Also sagt Adobe, hey Eugen, wir kaufen dich? Oder, Also ein Kaufangebot gab es bisher noch nicht, aber ich bin also gerade für Adobe XD bin ich bei einem Adobe-Workshop gewesen und habe dann über Ingo Eichel da Kontakt aufgenommen. Den habe ich da kennengelernt, der war, glaube ich, hier auch schon mal in dieser Sendung. Und er ist ja zuständig, glaube ich, für das Ökosystem und fördert das eben. Also Adobe ist auch sehr hinterher, ja. Also es gibt auf jeden Fall Kontakt und Austausch und ich glaube, das ist auch ganz fruchtbar. Ich denke, das Problem ist natürlich, als Hersteller von der Gesamtlösung hast du natürlich andere Dinge im Blick, ja, und du kannst nicht für alle kleinen Lösungen was bieten, ja, und ich meine, dieses Konzept, es gibt das große Programm und ganz viele kleine Plugins, die Spezialprobleme lösen, das ist ja schon so alt wie Software auch, ne, also Photoshop-Plugins gibt es ja auch schon seit ewigen Zeiten, ne. Ich erinnere mich da an ganz alte Dinge wie Kai's Power Tools und sowas, ne? Mit diesen großen Buttons. Genau, richtig, richtig. Das ist, genau. Aber die haben dann ihre ganz eigenen Probleme gelöst, ja, oder die Möglichkeiten aufgemacht. Ja. Mhm. du hast gesagt, dass im Vorgespräch die drei Plugins, das ist auch eine Basis für eine große Vision, die du noch bringen möchtest. Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über die Zukunft. Gerne. Auch da, also wenn ich den Screen jetzt schon habe, kann ich ja auch einmal kurz was zeigen. Also für mich war, wie gesagt, Arranger war eine Fingerübung, ja, um ein bisschen mit dem Thema warm zu werden, die Technik besser zu verstehen, aber auch die Distribution über den Marketplace und so weiter. Und für mich war das hier aber schon immer ein Tool von vielen möglichen, die es da gibt.
Und die Idee, das ist jetzt quasi das, woran ich gerade arbeite. Das ist alles noch nicht final. Es soll aber dieses Jahr noch auf den Markt kommen. Die Idee ist eben zu sagen, wie könnte man denn das noch verallgemeinern und Designern noch mehr Möglichkeiten geben, ihre eigenen Arbeitsschritte oder generative Gestaltung zu erzeugen. Und die Idee ist eben, ich habe ja meine Flows, nenne ich das jetzt. Ich gehe jetzt mal in den ersten rein. Und das, was ich hier anlege, das sind Nodes, die im Endeffekt nacheinander abgearbeitet werden. Ja? Also ich habe hier eine kleine Bibliothek. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie es bei den Shortcuts auf iOS-Geräten gibt, die App, wo man ja quasi auch sozusagen eigene Handlungsanweisungen erstellen kann. Also ich habe hier ein ganzes Sammelsurium an Möglichkeiten, also Dinge klonen, löschen, Kreisformen erzeugen oder Rechtecke und so weiter. Und das ziehe ich mir dann hier rein und ich, wie in einer guten Kochsendung habe ich das schon mal vorbereitet. Und das Tool, also Omata ist das Tool, geht hier die Schritte einfach von oben nach unten durch. Und im Endeffekt ist das nichts anderes, was ich auch manuell machen könnte. Nur sage ich das diesem Programm und das tut es dann für mich. Also wenn ich jetzt sage hier, wir machen jetzt Rechtecke, 200 Stück, 50 mal 50 Pixel groß, dann drücke ich hier drauf und habe die erzeugt. Das sieht man jetzt nicht, weil die alle aufeinander liegen, aber ich habe hier 200 Stück sind da. Ja? Das alleine wäre ja manuell zu erzeugen auch schon ein gewisser Schmerz. Und im nächsten Schritt sagen wir eben, und jetzt kommt die Kurve zu Arranger, lass uns die doch gridförmig anordnen. Und dann drücke ich drauf und dann habe ich die 200 jetzt hier im Grid, ja, 12 Spalten. Ich kann aber auch dann, kann die alle mal wieder wegmachen und kann dann sagen, weiß ich nicht, mach mir bitte 20 Spalten. Und dann haben wir da, nee, oh, sorry, ich habe mich vertippt, aber es hätte dann 20 Spalten erzeugt, ja. Und dann gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, jetzt will ich die aber in unterschiedlichen Größen haben. Und jetzt kommt sozusagen der Power-Move. Jede Eigenschaft, die es hier gibt, die kann ich einfach festlegen, wie man es üblicherweise kennt von Programmen. Aber ich habe hier auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier eine Random-Funktion. Mach mir das Objekt in der Breite, also variiere von minus 10 Pixel bis 10 Pixel dazu. Also nimm die Größe, wie sie ist und schau mal, füge was dazu oder nimm es weg. Das nehmen wir auch für die Höhe. Und wenn wir dann draufdrücken, dann sehen wir schon, dann kriegen wir hier so eine Varianz rein. Und ich sage mal, allein das für 200 Objekte zu erzeugen, wenn man das will, ist natürlich von Hand sehr mühsam. Und so kann man sich Schritt für Schritt dem Thema annähern. Dann sagen wir, Position verändern wir auch. Jetzt werden die kleiner und größer und verschieben sich noch ein bisschen. Und jetzt kriegt das schon ganz langsam so eine gewisse Dynamik, die eben in Richtung generative Gestaltung geht. Und sehr spannend wird es dann eigentlich auch bei dem Thema Farbe. Jetzt sagen wir, jetzt färben wir das Objekt noch ein. Das erarbeitet es noch ein bisschen ab. Die Performance könnte noch ein bisschen optimiert sein, aber jetzt haben wir auch noch Farbvarianten hier eingebaut. Ne? Und so kann ich jetzt immer weitergehen. Also der Trick ist ja hier jetzt zu sagen, also ich nehme hier das HSB-Modell. Ich mache nicht alles, ich sag mal, randommäßig, weil dann kriege ich eigentlich nur Beliebigkeit. Ne? Also wenn ich sage, einfach jegliche Farbe, dann ist leider das Ergebnis meistens nicht sehr gestaltet. Ich sage jetzt nur die Saturation hier setze ich auf random, den Rest habe ich fest eingefügt, ja. Und dadurch kriege ich, also ich sage mal, ein gestaltetes Ergebnis, ja. Aber das ist die Idee, dass man sich hier eben diese Flows selber zusammenstellen kann und so diese Dinge erzeugen kann. Und dann kommen wir zur Ursprungsdiskussion. Was würde dem Alt, also ne, was ist die Hürde, dass Designer nicht mehr solche Dinge tun? Ich glaube, es sind solche Möglichkeiten wie hier, dass ich eben dann einfach draufdrücken kann und sage, ich kriege dieses Ergebnis. Ja. Also wie gesagt, die Performance, an der müssen wir noch ein bisschen schrauben. Und dann am Endeffekt habe ich hier vielleicht dann auch tatsächlich so eine Art Baukasten, der mir da hilft, diese Dinge zu erzeugen. Ja. Also ich habe jetzt hier, okay, genau, ich habe, sorry. Das ist das von eben. Ne? Ich muss gar nicht auch da reingehen, sondern kann das direkt schon erzeugen, kann hier weitermachen. Ja? Kann das hier abspeichern, exportieren, in alle Tools bringen, die ich da benötige, in den Print geben, das als Eben, ich wollte Hintergrundelement. gerade sagen, das sind ja einfach Illustrator-Objekte. Das ist auch Exakt. egal, wenn ich das Plugin selber nicht installiert habe und du mir die Datei gibst. Ja,
Exakt. Also was hier rauskommt, sind ganz normale Pfade. Also wir sind hier nativ im Illustrator. Das ist das, was auch mir ganz wichtig war, eben ich sag mal, eben den Designalltag. Ja? Ich bin hier in meinem Tool und dann habe ich es im Illustrator und kann von da aus machen, was ich möchte. Ja? Das ist nicht in irgendeiner Programmierumgebung. Also ich bin hier sozusagen schon zu Hause. Ja? Hammer. Danke. Und das ist natürlich, also das war, da hatte ich auch großen Respekt davor, das umzusetzen. Die Vision habe ich schon lange, aber sag mal, über diese anderen kleineren Tools habe ich mich ein bisschen, sag mal, an die Themen rangesneakt, ja, und habe mir erstmal das Handwerkszeug beigebracht und halt bin ein bisschen mit der Technik erstmal warm geworden. Wenn man dich jetzt weiter verfolgen will, wo gibt es News zu dir? Ja, News gibt es auf jeden Fall auf der Webseite umata.io. Da gibt es auch den Newsletter, da kann man sich eintragen. Da gibt es auch die Tools und alles, was man da runterladen kann. Und hier wird es jetzt dann auch die Informationen zur Umata geben. Damit werde ich jetzt dann immer mehr rauskommen und am Ende auch auf Twitter. Jetzt sehe ich das hier gerade nicht, weil es verdeckt wird. Einen Augenblick. Unten gibt es den Link. Bei Twitter haben wir auch den Handle und da kann man sich eintragen und das dann weiter verfolgen. Ich freue mich über Feedback, Resonanz in jeglicher Form. Für mich ist das jetzt auch neu und sehr spannend. Das ist übrigens jetzt auch das erste Mal, dass ich das überhaupt irgendjemand zeige. Es gab bisher nur zwei Leute in meinem persönlichen Umfeld, mit denen ich diese Ideen immer wieder so ein bisschen ausgetauscht habe. Aber jetzt dachte ich nach deiner Einladung, komm, egal, jetzt zeige ich es einfach mal. Ja, ich meine, also ich finde auch, also das was man, so rumliegt. Genau, das, was man da sieht, ist also mehr als eine Vorversion. Das ist absolut genial, finde ich. Und vom Speed her hast du gesagt, ja, wenn ich es von Hand machen müsste. Das ist ja das, genau. Ich meine, 5 Objekte kann ich auch von Hand unterschiedlich einfärben. Mhm. Ne? Aber ich sage mal 200 oder im Endeffekt auch 2000 ist ja egal. Das ist hier nur ein Nuller, den ich da dranhänge. Ne? Dem Tool ist das egal. Aber von Hand erreicht es eine Dimension, die ich einfach nicht mehr handeln kann und will. Genau. Ja. Wenn du jetzt einen Wunsch an Adobe offen hättest aus Sicht Entwickler für Plugins, was wäre dieser Wunsch? Puh, da gibt es nicht nur einen, glaube ich. Es gibt ja auch da eine große Community, die sich auch regelmäßig trifft und austauscht. Ich meine, es gibt immer Sachen, die besser, schneller, einfacher sein können. Adobe ist eigentlich auf einem ganz guten Weg, dadurch, dass sie das Ökosystem aufgebaut haben und es auch wirklich sehr aktiv pushen, also eben Ingo Eichel zum Beispiel, die sind da wirklich sehr offen. Ich kann jetzt gar nicht ein Ding rausgreifen. Ja. Also ich bin ja schon, für mich ist das hier schon Wahnsinn. Ich kann das machen mit meinen Möglichkeiten und kann meine Visionen quasi hier umsetzen. Also für mich ist das fantastisch. Ja, das finde ich auch ein super Schlusswort. Wir sind bereits in der Zeit. Ich finde es schön, wenn man sieht, weißt du, wie deine Designfähigkeiten und deine Entwicklungsfähigkeiten zusammengeführt werden. Und am Schluss schaut sogar noch was raus für die Community, das bedienbar und nutzbar ist. Das ist wirklich sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich danke für die Einladung. Und ja, und an ihr alle da draußen, Hammes Senf Live geht weiter. Ihr könnt einfach auf morgentag.com gehen. Das ist unsere Webseite, morgentag.com/senf. Und dann sind die nächsten Sendungen von Hammes Senf Live verknüpft dort. Die nächste Sendung wird zu Content First sein, von einem Verlag, die über Content First und WordPress arbeiten. Und dann die übernächste Sendung ist der Stefan Jäcki, das ist der PDF-Guru schlechthin, der seit mehr als 20 oder fast 30 Jahren sind es jetzt, sich mit PDF im Publishing beschäftigt. Und dir, lieber Eugen, nochmals vielen Dank, gute Zeit. Danke. Und bleibt alle gesund. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss.